Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Noble Horse Champion. Ja, es ist ein bisschen länger her, dass ich ein Video gemacht habe, aber heute habe ich gedacht, mache ich einfach mal wieder eins. Heute ist der letzte Tag des ähm, Happy Birthday Events und danach, ja, mal gucken, was dann kommt. Ich bin sehr sehr gespannt, ob überhaupt irgendwas kommt oder erstmal eine kleinere Druststrecke kommt. Da lasse ich mich auf jeden Fall sehr sehr gerne überraschen. Und äh, ja, wir gucken uns ein paar Fohlen tatsächlich an, so die letzten, die geboren wurden. Da habe ich zum Beispiel einen Shetland Pony. Wir gucken mal so ein bisschen nach den Werten. Wir haben 834 in Fahren, was ich sehr, sehr gut finde. Was haben wir denn sonst? Wir haben Details, da haben wir sie doch: 192 Charakter, 125 exterieur. Stammbaum, wen haben wir denn da? Oh, dann und dann. Mushroom und Mushroom. Wird ein Deppel Grey. Okay, da hat sich wahrscheinlich Little Magic durchgesetzt. Ist ein kleiner Hengst. Mal schauen. Weiß ich noch nicht, ob ich den behalten werde, aber erst einmal ist er da und erstmal ist das auch völlig in Ordnung. Dann haben wir hier eine kleine Stute. Eine Haflingerstute. Die ähm, ja, Stammbaum doch recht dunkle ähm, ja, Eltern hat. Wir gucken in die Werte rein. Da haben wir 996 in Fahren. Das ist okay. 443 Charakter, 160 exterieur. Das ist erstmal für mich persönlich auch in Ordnung. Ist es eine Stute? Damit kann man gut weiterzüchten. Ist auch nicht verkehrt. Als nächstes nochmal ein ähm, Hengst. Shetland Pony, wir gucken auch da in die Werte rein. 845 in Fahren, finde ich nicht verkehrt. 193, 118 und Stammbaum, ja, zwei namenlose Eltern. <laughs> Ich bin so schlimm, was das angeht. Ich bin so, <laughs> so schwierig, mal mit Namen für die Pferdchen. Ähm, manchmal fallen mir auch keine ein und dann bleibt das halt eben erstmal so. Aber es ist auch egal. Ein Appaloosa Stutfohlen, ein Black Snow Cap. Auch nicht verkehrt. Das ist richtig schön immer. Was haben wir denn da? Da gucke ich immer auf die Westernwerte: 833. 202 142. Gut. Und das sind die Eltern. Da habe ich zumindest mal die Farbe hingeschrieben. Das ist auch schon mal was, ne? <laughs> naja. Asche auf mein Haupt, aber es ist halt eben manchmal so. Ein Tinker und ja, er ist auch ein Rappe. Aber was will man da auch erwarten bei einem Stammbaum, der halt eben auch viel Rappe hat? <laughs> aber. Ah, doch. Hinten zwei lang weiße Beine. Was haben wir denn da? Fahren 805. Yes! Da gehe ich ja auf Fahren und ähm, das ist schon nicht verkehrt. Wir gucken aber auch noch mal so ein bisschen in die anderen Werte rein. 451, 202. An die Tinker-Experten weiß ich nicht, ob das gut ist. Für mich ist es das. Ich habe äh, bisher so alles erreicht, was ich wollte. Für mich geht es auch mehr in dem Sinne um die Farbe. Dann sind wir bei dem Partwood Araban. Ein kleiner Hengst. 100% Araber. Der ist auch, glaube ich, nicht aus einer Mixzucht entstanden. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Ich meine, das wären reinrassige. Ach, guck mal, aus meinem Kings Arthur, Vado, die, die äh, Linie noch. Schön, dass die Linie auch noch irgendwo besteht. Ist ein kleiner Hengst mit 607 und 236. Okay, das ist schon mal ganz gut. Und da gucke ich immer auf äh, Rennenwerte. Könnte besser sein, aber ja, mein Gott. Ne, das ist dann auch nicht so schlimm. Uh, ein Mustang, ein richtig schöner. Wow! Bleibt die Farbe. Smoky Black Leopard. Ich hoffe doch, dass das so bleibt. Wen habe ich denn da Schönes zusammen verpaart? Ja, dann bleibt das. Ui, die Mama ist doch auch, glaube ich, ne? Ist die nicht auch ein... Ist ein Deppel Grey Leopard. Und das Fohlen ist ein Smoky Black Leopard. Nicht schlecht. Wow. Und eine Stute. Sie ist eine Stute. Bitte habt gute Westernwerte. Lass mich mal gucken. 492. Naja, nicht, nicht schlimm. Gar nicht schlimm. 173,81. Gut, exterieur könnte besser sein. Aber das kann man durch, ähm, wenn man es denn regelmäßig macht, Pflege der Pferdchen auch nochmal besser machen. So, dann haben wir hier Pferde ohne Box. Da gucken wir einfach mal rein, was wir da so haben. Ähm, hier habe ich ein Shire Horse mit 873 in Fahren, Dark Bay. Ja, weiß ich noch nicht so richtig, ob ich es behalte oder ob ich es verkaufe, aber wahrscheinlich erstmal behalten. Dann, dann habe ich hier ein Trakena, Hengstfohlen, Palomino Maximum Tobiano, auch ein hübscher Kerl. Da haben wir, ja, Western, gut, Dressur ist eigentlich so eher der Wert, 5312 Gesamt, oh, ist nicht schlecht. Einmal Schwupp, dann Stutfohlen mit 802. Nochmal ein Mustang Steel Grey. Oh, ist sogar ein Rabicano. Da sieht man schon, glaube ich, ein ganz klein bisschen von dem Rabicano. 595 in Western. Also die bleibt definitiv. Dann habe ich hier, oh, ein kleines Wedge Mountain Pony. Buttermilk Buckskin. 1139. Die sollen ja auch ein neues Aussehen irgendwann bekommen. Von daher, ja, gar nicht mal so verkehrt, schon ein bisschen vorzusorgen. Dann habe ich hier einen Haflinger Stutfohlen, die werde ich aber, ja, ist he -he. fahren, ja, aber besseren Charakterwert. Hehehe, -he -he. da könnte ich eher versuchen, mit einem guten Fahrenwert einen Hengst zu finden und die dann halt eben später zu verpaaren. Ein, ja, Rapp Hengst mit 876. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht mehr viel zu sagen, ob ich die weggebe oder nicht. Das ist immer so ein Ding. Ein Tinker mit 802 in Fahren. Auch wieder Black, also Rappe. Sehr schön. Dann aber hier in dem Fall vorne ein, ein weißes größeres Söckchen und sonst drei ähm, ja, weiße Hüfchen. Dann habe ich hier einen Mix. Den können wir uns zum Beispiel mal genauer angucken. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das ist ein Sabino, oder? Ja, Sorrel Sabino. Genau. Mit vier gleichmäßig hohen Beinchen. Wen haben wir denn im Stammbaum? Ah, da hat sich dann doch der Araber durchgesetzt. Okay. Ja, was haben wir denn für Werte allgemein? Fahren ganz gut, western ganz gut, Dressur. Hm ja, nicht verkehrt. auch hier noch mal ein mix. ich züchte ja auch sehr, sehr gerne die mixe und will mal gucken, was so geht und nicht geht. Ähm, bin da mehr oder weniger dran. ich bin jetzt nicht jeden tag hier im game. von daher ist natürlich klar, dass es das auch ein bisschen dauert. Dann haben wir hier einen liver chestnut. Uh, okay. Den habe ich, glaube ich, am Markt, also als Decksprung gesucht. Und auch da hat sich wieder der Araber durchgesetzt. Finde ich auch interessant. Was haben wir denn noch? Wir haben Mustang mit 554, einen Hengst, Flexen Chestnut. Auch hier nochmal. Oh, da geht es schon so richtig in die richtige Richtung. Genau, den habe ich nämlich weitergezüchtet. Und habe hier schon wieder. 25% nur um, American Paint. Ein Liver Chestnut. Eine Stute. Genau, da habe ich genommen die beiden. Genau. Schade, dass das Rabicano nicht mit durchgekommen ist, aber ist auch nicht schlimm. Ein Flierbitten Grey Welsh Mountain Pony. Auch nicht schlecht. Das ist auch, glaube ich, eine Farbe, die ein bisschen seltener ist bei denen. Hier nochmal auch die Verpaarung mit 25% nur noch American Paint. Ein Zuti Palomino. Stammen wir mal eben kurz rein. Auch da hat sich der Papa durchgesetzt. Den habe ich aber auch am Decksprungmarkt gesucht, soweit ich weiß. Dann haben wir einen Haflinger, oh, mit 1005 in Fahren. Wenn die nicht miteinander verwandt sind, habe ich schon einen Hengst für die kleine Stute. <laughs> das passt ganz gut, weil der Charakterwert ist jetzt auch nicht so schlecht. Dann kann man das miteinander ein bisschen vereinbaren. Hier haben wir dann nochmal einen Tinkerfohlen, auch Rappe, mit einem etwas besseren Western- und Ressortwert, Fahren nicht ganz so gut. Ein Appaloosa. Der Western Westernwert ist nicht so dolle, aber die Farbe ist schön. Ein Cremello Shetland Pony mit 821. Ein Mustang mit 512, ein Perlino. Hier wieder eine Stute mit 1014. Bei den Haflingern so. Ein Appaloosa mit 811, auch wieder ein Hengst. 100% Liver Chestnut Araber. Ein Shire Horse mit 838 im Bay. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich die weggebe. Da habe ich bessere Stuten. Uh, ein Bay Warnisch schauen mit Western Wert 805. Die gucken wir uns auch mal an. Uh, das sieht schön aus. Das ist eine schöne Farbe. Die wird richtig hübsch. Den habe ich denn da Schönes miteinander verpaart? Oh, und dann ist die schöne Farbe da rausgekommen. Hm, die beiden sollte ich vielleicht doch nochmal probieren. Aber ich probiere ja sowieso immer sehr, sehr gerne aus. Ein Zuti Bugskin Sabino Welch Pony. Eine kleine Stute. Oh, die ist auch hübsch. Mag ich sehr, sehr gerne. Was hat die nochmal für Werte? 1132. Ja, kann man machen, ne? Also, ich habe jedenfalls vorgesorgt, wenn die Wedge Ponys ihren neuen Look bekommen, dann bin ich auf jeden Fall schon mal voll dabei. Ein weiteres Huffling eine Stute mit 1010 in Fahren. Ah, und ein weiterer Mix. Auch 25% American Paint, ein Dapple Rose Grey Rowan Tovero. Wow, die hat sich aber auch alles genommen, was man irgendwie nehmen kann. Ah, das Wow hält das hier so ein bisschen auf, dass es nur noch so schattiert aussieht. Auch nicht schlecht. Ja, okay. Ah, ja, verstehe. Da habe ich dann die beiden zusammen bekannt gemacht. 1031 hier bei der Haflingerstute. Hier habe ich ein 50-50. Oh, mit einem ähm, Bachelor Sagt man doch, glaube ich, dazu, ne? Ja, ist ein Dark Bay Stammbaum. Aha, da hat sich auch wieder. Also die ähm, Partboards, die setzen sich auf jeden Fall durch. Aber dass da die Farbe bei rumkommt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Naja, gut, sind ja immer schöne Überraschungen, ne? Mustang-Stute, Flierbitten-Grey mit 558, Western, Quatsch, Western, Haflinger-Stute mit ähm, 984 in Fahren. Uh, was bist du denn, Hübsches? Mit 813 in Western, zeig dich mal. Da haben wir ein Seal-Base-Snowflake. Schöne Stute. Ja. Da ist die Verpaarung auch definitiv gelungen. Hier nochmal ein 25%. Nur noch American Paint. Ähm, ne, gar nicht wahr. Trakena. Oh, okay. Da ist es Trakena, was mit drin ist. Ein Smoky Black. Es entstehen auch völlig neue ähm, Farben teilweise, habe ich das Gefühl. Und äh, ja, haben halt eben dann ganz neue ähm, Schattierungen, auch finde ich. Die Farben sind ein bisschen anders geworden. Zumindest wirken sie so. Ein Suti Buckskin Welch Pony nochmal. Hier haben wir einen Appaloosa mit 819. Ein Palomino Mottled. Auch nochmal ein Welch Pony fohlen. Flexen Chestnut. Oi, Dapple Grey Leopard-Mustang. Dann haben wir noch ein Bayview Spot Leopard 812. Ja, ach, guck mal hier, ein Chestnut Shire. Auch die sind manchmal noch dabei. Ich gucke jetzt aber mal so ein bisschen nach den Mixen eher. Ein Dominant White haben wir hier noch. Gucken wir mal so ein bisschen nach den besonderen... Oh, guckt mal hier, Western, 593. Ein Grullo. Eine kleine Stute. Und zu guter Letzt ein Liver Chestnut Shetland Pony. Ja. Insgesamt sind es 152 Ergebnisse bei dem Pferdchen. Ich habe ordentlich aussortiert und werde das natürlich auch noch weiterhin tun. Aber grobe Übersicht mal, damit ihr mal so ein bisschen gucken könnt. Also ich habe Trakena, ich habe Walsh Ponys, ähm, Appaloosa, arabisches Vollblut, die Parkboard Araber, Mustangs, ähm, ja, und halt eben die Mixe. Und die Mixe machen mir tatsächlich am meisten Spaß, weil man nie weiß, was man dabei bekommt. Züchtet ihr auch Mixe? Teilt mir das sehr gerne unten in den Kommentaren mit und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss, ihr Lieben!